wo sie eigentlich nicht unbedingt liegen sollte. Okay, und der Diplomat ist auch eingetroffen. Was sagt das Ding? Needs Masonry. Und der ist gerade damit beschäftigt, das Ding zu machen. Ah, dieses Mal schenke ich mir das, mit dem wir was aussuchen. Weil wir im Augenblick nicht wirklich etwas in en masse brauchen. Ah, und ich sollte den Trader natürlich zum Depot schicken. Wenn da schon die Händler kommen und ihr Zeug ausladen. Auch wenn ich jetzt gerade das Problem habe, dass nur ein paar Händler kommen, weil ich keinen Zugang für die Karren habe. Depot Access. Sieht man nämlich, das Depot ist nicht mit wegen betretbar, wegen den Käfigfallen und dem eingebrochenen Boden hier. Und wir können mal wieder nichts catchen. Ja? Okay, ich glaube, wir sollten den Fluss mal zur Fishing-Zone machen. I. Fishing wegnehmen und hier den Fluss. So, zur Fishing-Zone machen. Auf die eigene Verantwortung der Zwerge. Gut, was habt ihr denn zum Handeln? Außer ein Haufen Holz. Holz. Noch mehr Holz. Wir bräuchten eigentlich Essen. Oh, oder Trinken nehmen wir auch. Silver Mace, Sheep Leather, Armor, Leather Bin brauchen wir auch gerade nicht. Wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir bis zum nächsten Jahr den Zugang wieder zugänglich haben für Karren, weil wir brauchen irgendwann einen Amboss für unsere Schmieden dann. Ach, nehmen wir einen Cloth Bin mit, warum nicht? Leather Bin, Cloth Bin, Cloth Bin, Dog Leather. Ein Leather Bin mit Hundeleder nehmen wir. Noch mehr Cloth. Dafür, dass nur ein paar Pferde hergekommen sind, haben sie ganz schön viel. Ja, das Essen, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und zwar so viel wie möglich. So. Und auch alles, was sie haben, erstmal. Denn unser Essen ist nicht ganz so berauschend gerade zur Zeit. So. Gehen wir mal auf 1500. So. Und dann hauen wir mal von uns Zeug rein. Mal gucken, was sie noch haben erst. Plumpemmels wollen wir keine, die bauen wir ja selber an. Käse können wir ein bisschen mitnehmen. Und das, der Rest sind Quatsches. Nö. So, jetzt hauen wir mal. Wir tun ihm über 1000 zusätzlich geben. Für die Sachen. Wir überzahlen ihn also. Und zwar mit mehr als 50% dann. Damit die Heimat mit uns gut gestellt ist, überzahlen wir ihn halt ein bisschen gut. Das ist ein Finished Goods Bin. Okay, den sollten wir nicht mitverkaufen. Gabro, 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 Gabro. Capro, Capro. Eine Chestnut Bin wollen wir. Warum auch immer eine Chestnut Bin hier einfach drin ist. So, noch ein bisschen. So. Und jetzt sagen wir mit T, mit Trade. Und er ist sehr zufrieden mit dem Handel. Gut. Du kannst abziehen. Und das kann auch alles weg von unserem Stockpile mal.
So, die Mauer wurde gemacht. Jetzt können wir sie, glaube ich, zu einer Fortification machen. Mit A. So. Genau, jetzt wird daraus eine Fortification gemacht. Oder? Designations. Ja, Car Fortification. Ja, und der Unterhändler ist zufrieden. Wir noch unseren Handel abschließen und dann gehen. Hoffentlich. So, währenddessen macht mein Mason den Boden hier neu. Zum Glück holt er sich dafür Stein von irgendwo und nicht vom Stockpile. Was? Und irgendwer hat einen Stahlbogen sich eingesackt. Ach so, er hat sich an den Stahlbogen gewöhnt. Okay. Gut. Und es ist Winter. Gut, es ist Winter. Ah, ups. Das heißt, bis auf die Plump-Helmets ist alles bei uns verdorrt. Gut. Och, Dwarf ist besessed by an unknown force. Und ein Howler ist bei einer von einer Mut besessen. Gucken wir mal, was wollen Sie nächstes Mal traden? Cheese, Leather Water Skins und Figurines. Okay. Und wir haben jede Menge Knochen hier rumliegen. Und der Diplomat freut sich schon darauf, wenn wir das nächste Mal. Was hat der Howler für ein Problem? Strange Mood. Aber er findet wohl nicht den richtigen Workshop. Schade. Gut, nee, das nächste, was wir jetzt machen müssen, weil es langsam mal Zeit ist, sind die richtigen Workshops für Stoff- und Lederverarbeitung zu bauen. Dafür brauchen wir einige Sachen, nämlich einmal Leatherworks, ein Loom, also ein Webstuhl, am besten zwei Stück gleich, und ein Clothier Shops. Damit wir einmal mit der Loom aus Faden Stoff machen können und uns im Clothier Shop dann weiterverarbeiten. Daher ist Färber, der macht Asche. Der presst Sachen. Okay, wir brauchen also erst einmal mit O2 Looms. Die platzieren wir mal hier. Dann brauchen wir Cloth Shop K. Ruhig aus Granit, weil das so nah ist. Und Leatherworks E. So. Gut. Daraus werden jetzt Fortifications gemacht. Das heißt, hier können unsere Armbrustschützen im Notfall durchschießen. Ist unser Stockpile hier oben? Nein, der ist noch nicht überfüllt. Aber die sind wahrscheinlich alle mit Party beschäftigt. Und irgendwer hat
Leatherworks suspended? Warum das? Brauchst du doch gar nicht suspenden. Was für ein Weaving. Okay, ich... This workshop's mine now. Okay. Und er hat einen Leather-Workshop geclaimed. Da haben wir gerade den richtigen Workshop gebaut für ihn. Dass er etwas daraus herstellen kann. Und er beginnt mit der mysteriösen Konstruktion. Sehr schön, sehr schön. Okay, was müssen wir als nächstes tun? Hier sind ein paar Fortifications gemacht worden. Erst einmal wieder ins Squad-Menü und denen, ihre Trainingsaufgabe wiedergeben, wenn sie nicht gerade im Urlaub sind. Als nächstes minert ihr mir mal hier alles frei. Bis auf diese hier. Das wird nämlich unsere Unterstützung dort unten. Nee, halt. Halt. Falsch. Das wird erstmal wieder weggenommen. Jetzt hätte ich gerade wieder einen Fehler gemacht. So. Denn erstmal braucht ihr einen neuen Channel-Job. Nämlich channelt ihr mir hier das weg. Und hier das weg. So. Und die Karawane wird uns bald verlassen. Auch gut. Wir sollten uns schon mal um das nächste Problem. Oh, it's completed. I've made an amazing artifact. Ja, er hat ein Hundelederturban hergestellt. Gucken wir uns den doch gleich mal an. L sind Artefakte. Docklederturban. View. Dies ist ein Docklederturban. Er ist auch in höchster Qualität. Er ist verziert mit hängenden Ringen aus Hundeledern. Auf dem Gegenstand ist ein Bild von We See the Boss. Also das scheint... das ist ein Buch. Ein Buch aus gebundenen Knochen in Badger Boots. Okay. Interessante Artefakte, die wir da zu Gesicht bekommen. Und der da scheint irgendein Problem zu haben. Was ist mit dir los? Sag bloß, du bist in dem Käfig da eingesperrt. Ja, da ist einer in dem Käfig eingesperrt. Und zwar unser Armor. Das ist nicht so gut. Wie lasse ich dich aus dem Käfig raus? Unit List, bist du noch... No Job Cage, das hätte ich viel früher sehen müssen. Kann ich dich einfach hier mit der über die Zone vielleicht rauslassen? Dumm. Nein, ich sehe da schon mal... keine... Bild. Cage. Highwood Cages, Distance 3. Dann bilde mal hier den Cage.
Hoffentlich ist das der Zwerg da drin. Ja, das ist der Zwerg da drin. All the fish are gone.